Hier kommen wir hoch. Ich muss den ganzen Weg ja nochmal laufen. Was passiert, wenn wir hier reingehen? Ich will's wissen. Ja, ich hab's schon gedacht, ey. Oh, komm, ey. Haut einfach drauf. Irgendwie muss ich das wissen, aber ich weiß es leider nicht mehr. Wie wir zurückkommen. Hier war, glaube ich, ganz richtig. Da ja schon. Mist, ey, das ist ein Weg nochmal neu. So, weil ich so sauer bin, muss ich dir einen drüber hauen. Wir haben gleich schon 5:30 Uhr abends. Das kommt mir vor wie 2 Uhr oder so. Das ist nicht gut. Geh weg. Du stinkst. Nur noch mehr. Kein Bock gegen diese doofen Kuttenviecher zu kämpfen. Die sind echt uncool. Und die auch. Auf der anderen Seite. Ah. Also was mögen die nicht? Feuer war das, glaube ich. Oder eben... Was hat Guy nochmal? Donner. Das war Feuer. Oh. Das war so dumm von mir. Warum greife ich die denn da an? Shit. Ist ja gut, ey. Kriegt euch wieder ein. Oh mein Gott. Oh, Glück gehabt. Pam, Junge, hau drauf. Okay, also. Damit brauchen wir... Wo haben wir es denn? Der hier? Wir brauchen hier so einen Heiltrank für sie. Was soll der Scheiß? Ich hab den Atea gegeben. Die soll ja auch die Punkte bekommen. Atea braucht die Punkte am dringendsten. Sonst noch wer? Ja, wir können schon ein bisschen was vertragen. Sie im Prinzip auch. Komm. Maxim hat genug Punkte zum Heilen. Können wir die benutzen? Ja. Da wollen wir hin. Ah, gehen wir aus der Sicht. Ihn holen wir uns. Da wir zuerst angreifen, brauchen wir wieder keine Magie. Hm.
Wolf Werder. Hat jemand von euch schon mal Cross-Counter, also früher Cross-Counter-TV verfolgt oder jetzt noch? Ich meine, der Content hat sich jetzt ein bisschen geändert. Keine Ahnung. Das sind hier die Excellent Adventures auf Gutex und Mike Ross, falls das noch jemand kennt. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen, weil da halt schon auch ein paar Jahre mittlerweile eigentlich keine Neuigkeiten mehr, keine neuen Excellent Adventures mehr kamen. Also die haben halt damals auf der Couch meistens Street Fighter 4 gezockt und dazu Leute eingeladen. Wow, was bist du für einer? Und war unter anderem ein Typ dabei, der nennt sich Kenny Omega und ist so ein Wrestler. Und der kann sogar ganz gut, interessanterweise ganz gut Street Fighter spielen. Und warum erwähne ich das? Zeige ich euch jetzt gleich. Weil mich die Frisur von dem Typen, also von dem, die sehen gefährlich aus. Erstmal gucken, was die allergisch sind hier. Hades Wagen. Die Frisur von unserem Heinz, oder wie er heißt, erinnert mich voll an den. Oh, fuck. Dampfhammer, okay. Hades Wagen klingt gefährlicher, als er anscheinend ist. Okay. Wahrscheinlich haben die auch so ein... Oh, 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 oh. Wahrscheinlich haben die auch so einen Todesangriff. Hadesjuwel, sehr cool. So, was können wir damit machen? Angepeilte Gegner verschwinden im Nu. Ja, sowas habe ich mir gedacht. Dann können wir halt auch diesen Angriff machen. Aber für Guy ist das eigentlich... Okay. Das hebt den Angriff auf 711 auf Kosten. Okay. Was ist denn das für ein abartiger Angriffs, für eine abartige Angriffsverstärkung? Können wir Guy gehen? Oder ihr? Geht die Intelligenz runter? Hier geht alles Mögliche runter. Hier geht die Abwehr runter und die Beweglichkeit. Das wäre nicht so schlimm. Das ist alles nicht so dramatisch. Und hier geht... Okay, dann geben wir ihm mal das Hades zu wählen. Ach, kann er gar nicht tragen. Ich kann das nicht mehr ablegen. Na super, jetzt hat er die ganze Zeit das Hades-Juwel. Oh, das ist aber uncool. So, ich muss kurz Pause machen. Ja, keine Ahnung. Finde ich doof, dass... dass wir das jetzt nicht mehr wegkriegen. Weil ich meine, dafür haben wir natürlich ordentlich Angriffsstärke bekommen. Naja. So, ich habe aber gesehen, wo es weitergeht. Nämlich hier. Das habe ich nicht gesehen. Aha. Oh. Glanzrüstung gefunden. Okay, ist sie auch verflucht? Jetzt habe ich Angst vor verfluchten Rüstungen. Glanzrüstung. Die glänzt und funkelt. Ego-Kraft 2. Gibt allen Kämpfern 50% maximalen KP des Anwenders wieder. Okay. Also das ist natürlich auch gut, wenn Guy die trägt, ne? Und die magische Abwehr geht auch hoch. Wer kann die überhaupt tragen? Maxim kann die auch tragen. Alle können... Nee, doch, alle können die tragen. Aber das ist natürlich sinnvoll, wenn Maxim die trägt. Na komm.
Geben wir ihm die Glanzrüstung. Auch als kleiner Ausgleich zum Hades, weil er hat ja... Oh Gott, ey. Naja, egal. Tja, ich habe mir ein bisschen mehr Fortschritt von diesem Raum hier versprochen. Holy crap. Hier vielleicht. Weiß doch nicht, wie es dann weitergeht. Aber jetzt gerade wirklich... Würde ich nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ah, maximale Uncoolness. Schon, dann muss er weitergehen. Okay. Dann weiß ich, wo es weitergeht. Dann müsste ich jetzt ein bisschen hier das Schloss irren. Das war doch ziemlich klar. Nicht, dass es hier nicht weitergeht. Geht es denn weiter? Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass dieses Ding hier nicht ganz umsonst da ist. Folgen wir auf dem Weg nochmal kurz. Und schnitzen uns durch eine Horde von Chaoskriegern. Hier mit einem Roundhouse-Kick, dem einen Fersenschlag in die Schnauze verpasst hat. Das gefällt mir. Sollte unser Kumpel hier öfter machen. So. Weil, mir ist nämlich noch was eingefallen. Jetzt, wo ich mich ja hochgelaufen bin. Hier gab es ja nämlich noch das hier. Und war und was hat es hiermit auf sich? Das muss doch noch irgendeine Bewandtnis haben. Was versteht bei der Tür? Okay. Da hat sich den richtigen Riecher gehabt. Damit wäre auch dieses Rätsel erstmal gelöst. Weil das habe ich nämlich tatsächlich gerade eben noch gefragt auf dem Weg hierhin. Weil die geben ja nicht so die Rätsel... also ne, solche Elemente haben ja irgendeine Wandnis, werden die haben. Und... genau. So. Und das Gute ist...
Ich glaube, wir haben den Bereich aber rechts total abgeschlossen. Dann würde ich jetzt erwarten, dass wir eigentlich durchmarschieren können. Und nicht immer backtracken müssen oder sowas, hoffentlich. Okay. Was ist denn hier eigentlich? Ja, klar. Wow. Was seid ihr für welche? Hexer? Sowas mögt ihr denn nicht? Untote. Oh, Wasser. Alles klar. Himmel kann Wasser. Scheiße, das ist die falsche Verstärkung. Schattenaura. Aua. Ah, es ist schlimm. So, wir haben gesagt, wenn Wasser, wenn ihr Wasser nicht mögt, dann bekommt ihr Wasser. Tschack. Blubber, blubber, blubber. Okay. Ach nee, das war das Untotengedöns. Ach, Wasser ist doch Athea. Das habe ich doch getauscht. Ihr mögt kein, kein Norderbar. Wow. Nosferatu. Jawohl. So, was halt ihr bitte aus? Jawohl, Mann. So. Ich will raus hier. So dringend muss ich hier nicht rein. Es sei denn natürlich... Das ist so ein designierter Raum hier. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung... Das ist ja auch weniger eine Falle. Ah, ich musste jetzt alle besiegen. Okay, der ist leicht. Das ist ein Einzelner. Ich glaube, ich muss ja... Das ist so auffällig, der Raum. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier wirklich alle mal umhauen müssen. Dann passiert was, dann erscheint eine Truhe oder so. Aber vielleicht auch nicht. Ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt. Das ist jetzt nicht so, dass ich ja denke... das wird auf jeden Fall passieren. Oh Gott. Aber der Raum ist gerade auffällig genug, dass ich das mal ausprobieren möchte. Was hat er? Donner. Oh Gott, Alter. So, wir müssen uns auf jeden Fall erstmal... Wutanfall. Ja. Boah! Das könnte er ruhig häufiger machen. Jawoll, es gibt richtig Erfahrungspunkte.
Komm hier, den holen wir uns auch. Shit. Haha, Erwartungsangriff. Wir greifen zuerst an. So, das heißt... Sie... Was macht sie denn? Was mochten die nicht? Ja, auch diese Norderbahn, ne? Können wir mal trotzdem Drachen probieren. Ich glaube, ich habe es jetzt nur auf einen konzentriert gemacht. Das war nicht so gut. Oder? Ne, auf alle. Gut. So. Horn, macht das Schaden? Ja. Zack. Und? Wir greifen leider nicht zuerst an. Komm, hau rein. Mach sie fertig. Zack und tschüss. Zack und tschüss. Zack und tschüss. Und jetzt? Oh nee. Oh! Okay... Tja... Was? Ich vertue mich immer. Ich hab mir das noch nicht gemerkt, dass Atea die Wasserklinge hat. Naja. Puff. Gibt's eine Faust zurück. 17.000 Goldmünzen. Wow. So, damit haben wir alle Gegner hier besiegt. Und nichts ist passiert. Außer, dass man sagen muss, hier gab es wirklich viele Erfahrungspunkte. So, dieser Hadeswagen, der hat auch viel Füßenschaden ausgeteilt, aber... Boah, der mag halt überhaupt kein Feuer. Dampfhammer. Dampfhammer klingt auch so brachial. Greif zuerst an, dann machen wir aber auch keinen... Ich glaube, die halten nicht so furchtbar viel aus. So, wir sind ja... haben jetzt eh noch eine zweite Runde. Das sollte eigentlich ausreichen, würde ich sagen. Jawohl. So, Atea wurde aufgestuft. So, wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon bei 46? 47! Cool. Ja, aber die anderen laufen mir auch davon, ne? Levelmäßig. Also der Tier hat im Moment echt Probleme, da hinterher zu kommen. Hier ist doch irgendwas. Oder auch nicht. What the fuck? Warum sollte ich das hier drauflegen? Das sieht mir eigentlich nicht so aus, als müsste ich das da drauflegen.
Ah. Jetzt komme ich aber nicht durch diese Tür durch, oder was? What the fuck? Ah, I see. Okay. Ah, okay, alles klar. So. Dann muss ich da einsperren. Tja, und nun? Kriegen wir die Vampire so fertig? Oder rufen die auch Verstärkung? Ich glaube, die Vampire... Ja, der geht. Nosferatu ist, glaube ich, ziemlich hart. Der hat eben mega viel ausgehalten. Aber der muss auch, die müssen auch gerade ordentlich einstecken. Meine Güte, meine Leute können ganz schön austeilen mittlerweile. Das kann ich schon mal sagen. So, und diesen Haar... Ach, schade. Ich dachte, wir kriegen hier wieder so einen Vorteil. Aber ist nicht. Aber ich, wie war das? Diese Hadeswagen, die haben auch... Oh. Die haben richtig ordentlich... Angstflug. Also, ich glaube, zwei popelige Wagen geben doch schon eine Menge Erfahrungspunkte. Schauen wir nochmal. Hast du vergessen. Ja. Nichts verachten. So, haben wir hier noch irgendwas in dem Raum? Nein. Schaut unauffällig aus. Die Platte ist auffällig. Was hat es mit dieser Platte auf sich? Kommen wir in die Tür rein, oder? Ja, kommen wir. Was haben wir denn noch hier? Mal umschauen. Wow, was bist denn du? Dich kennen wir noch gar nicht. Ein Unhold. Komm, machen wir dich fertig hier. Scheiß Unhold. Ist auch ein Untoter. Blutball noch hinterher, auf Atea. Na toll. 8. Geil. Chop. Chop. Chip. Chup. Wow. Ja, der kann halt immer zweimal stärker. Oh oh. Na, 142, die kriegen wir wieder runter. Und zwar so. Launches. Die geben auch richtig Erfahrungspunkte. Aber... Aber hier noch einen drauf, hier noch einen drauf, hier auf jeden Fall noch zwei. Und ja, das reicht. Okay. So. Wir greifen zuerst an, nutzen wir aus. Sparen Zauber. Selan könnte, wenn sie wollte. Sie hat noch ein bisschen... Potenzial, aber Atea. Hm. Wutanfall ist gut. Jawohl. Chop. So, was haben wir hier? Schießpfeile. Kann man machen. Normale oder Feuer? Okay, nochmal erreichen. Ah ja, okay, da müssen wir da hinten irgendwie... Komm, komm hier. Von, ohne Vorteil. Ich glaube, Feuer war auch okay. Naja, geht so.
Weil ich dachte eben, dass Maxim ganz gut Schaden gemacht hat. Also die Unholde, die sind sehr, sehr zäh. Fokus. Fuck. Okay, alles klar. Hier müssen wir zu härteren Mitteln greifen. Also wir brauchen einen fetten Schlag hier drauf. Selan muss... Heiltrank auf Maxim. Und sie, Nodaba, auf die Unholde. Jawohl. So geil, hau rein. Ah, 114 Uhr. Mist, ey. Und jetzt mit geballter Kraft von allen. Volles Risiko. Ordentlich. So, dann haben wir Zauber. Stark. So, hier. Grad 2. Und... So. Ah, ich wollte eigentlich, wollte ich die Betäubung an den vorbeigehen. Naja, bleiben wir erstmal hier auf dem Pfad. Spiegel. Spiegel ist, glaube ich, nur gegen magische Attacken, ne? Trauma. Ach, hör auf, du mit deinem Trauma. Deine Mutter ist ein Trauma. Ja, Nosferatu. Stirb. So.